Hallo Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber hoffentlich feinen Rocket League Video. Hier auf diesem Kanal nach langer Zeit mal wieder ein ordentliches Video und kein Infovideo. Soll auch mal vorkommen hier wieder. Wobei dieses Video hier jetzt sogar zu einem Drittel ein Infovideo ist, beziehungsweise ist es geplant, zu einem Infovideo zu werden. Eieiei. Was war das denn für eine Aktion? Und zwar halt so gesehen, das erste Match will ich halt ein paar Informationen noch schnell raushauen. Und zwar, um einfach mal genauer zu sagen, warum kam jetzt so lange keine Videos? Warum kann ich noch nicht versprechen, dass jetzt wieder regelmäßig Videos kommen? Beziehungsweise warum will ich es nicht versprechen? Ganz einfach, ich bin momentan mit der Lage auf YouTube unzufrieden. Nicht mit meiner Lage, ich bin allgemein mit der Lage auf YouTube unzufrieden. Einfach weil die Community ist nicht mehr schön. Also nicht meine Community, ich bin mit der, auch wenn sie halt sehr klein ist, sehr zufrieden. Aber größere Teile der Community sind halt ziemlich, ich sag mal, sie sind nicht direkt schlecht, sie sind nur, ich mag sie nicht. Also ich bin kein Fan davon. Primär meine ich damit die Communities, die so auf diesen Einheitsbrei einfach stehen. Die einfach nur noch Einheitsbrei wollen. Aber auf diese Communities schaue ich momentan. Jetzt macht er nicht mal mehr was oder was? Jetzt ist er raus hier, er ist rausgegangen. Nee, ist er nicht. Hä? Was war denn los? Ist er jetzt AFK oder was? Ja, tatsächlich. Cool. Danke. Ja, wie gesagt, diese Communities mit dem Einheitsbrei und so weiter und so fort, davon bin ich momentan kein Freund mehr. Ich suche mir jetzt ein anderes Online-Match übrigens. Davon bin ich halt kein Freund mehr und das möchte ich halt einfach so ein bisschen, möchte ich mich ein bisschen von distanzieren. Natürlich, jetzt kommt dann vielleicht das Argument, ja gut, Rocket League ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Spiel, um sich vom Einheitsbrei zu distanzieren. Ja, ich finde das Spiel momentan sehr schön, ich kann mal kurz gucken. Ich habe innerhalb der letzten zwei Wochen 15 Stunden insgesamt gespielt. Das ist schon scheiße viel für mich momentan. Weil bei mir auch momentan so ein bisschen die Zeit fehlt, wegen Schule und so weiter und so fort. Das ist momentan alles noch ein bisschen ungewohnt und so weiter und so fort. Beziehungsweise momentan ist sehr viel allgemein halt los und so weiter und so fort in meinem Leben. Weil ich halt sehr viel auch mit dem Auto unterwegs bin und so weiter und so fort. Und ich bin an dem Ball vorbeigefahren, weil ich auf mein Handy geschaut habe. Ich bin ein Held. Deswegen, Leute, kein Handy am Steuer. Einen Moment, ich mache mal kurz eine Sprachnachricht an die liebe Miri, okay, nachdem das nächste Tor gefallen ist. Verdammt. Jetzt bin ich einfach nur so dran vorbeigefahren, weil ich blöd gelenkt habe. Hallo Miri, ich komme gleich auf den TS, ich bin nämlich gerade in der Aufnahme. Sag mal Hallo zu der Aufnahme, wenn du das hier schon hörst, während ich noch in der Aufnahme bin. Da sind nämlich noch so circa 10 Minuten, bis gleich. Oh. Mann! Was mache ich denn hier gerade? Ich bin ja gerade sogar noch schlecht, wenn ich schon wieder im Spiel bin, so gesehen. Also, eben die Runde war ja natürlich ein bisschen angenehmer. Also, ich habe hier vorher schon mal was aufgenommen, ne? Aber wie gesagt, also ich möchte ein bisschen von diesem Einheitsbrei einfach weg. Das heißt, also auf gut Deutsch, ich möchte jetzt auch mehr auf Qualität achten und nicht mehr so auf diese Quantität, die ja auch mittlerweile sehr viele Leute an den Tag legen. Das heißt also beispielsweise dieses Video hier. Das werde ich bearbeiten. Hier werde ich mich hier hinsetzen. Eine Stunde, zwei. Und werde das hier noch bearbeiten. Also gut, vermutlich eher ein bisschen weniger, weil es ist Rocket League. Hier kann ich jetzt nicht so hart viel bearbeiten. Beziehungsweise mir würde jetzt gerade nicht so einfallen, was ich hier so krass machen kann. Vor allem, weil halt die Tore und alles sind schon sehr schön vom Spiel in Szene gesetzt. Und alles und so weiter und so fort. Deswegen, na, kann ich hier beispielsweise nichts Großartiges bearbeiten. Also nichts, was mir jetzt einfallen würde. Das halt so als Beispiel. Also ich werde mehr
qualitativen Content raushauen. Ich werde auch Content raushauen, auch auf diesem Kanal hier vermutlich erstmal, vielleicht auch irgendwann mache ich dann noch einen Zweitkanal oder so, wenn ich halt merke, okay, das kommt relativ gut an, dann mache ich vielleicht halt auch noch wirklich einen Zweitkanal dafür auf. Ich werde anderen Content bringen. Ich habe ja auch schon mal... Nee, das sage ich jetzt noch nicht. Was für anderen Content? Also eins kann ich sagen, halt ein Vlog, also beziehungsweise ab und zu mal Vlogs, also Auto-Vlogs. Also heißt auf gut Deutsch, ich stelle mir eine Kamera ins Auto und rede dann, während ich fahre. Ein bisschen halt über verschiedene Themen. Das war jetzt schlecht. Das war jetzt echt richtig schlecht. Und Miri hat geantwortet. Mal gucken. Seine Sprachnachricht. Und die lassen wir mal kurz abspielen. Na, Moment. Das könnte jetzt wunderschöne Qualität sein. Oh, es geht schon wieder los. Oh nein. Ja, sexy Miri. wow, da freut man sich doch irgendwie. Ich weiß nicht, das freut mich gerade wirklich. So, also mehr qualitativer Content und auch mehr abwechslungsreicher Content. Also ich werde meine zwei Hauptprojekte haben und vermutlich mir noch ein Nebenprojekt halt suchen. Hauptprojekte werden dann halt jeden Tag zu bestimmten Uhrzeiten kommen. Das wird aber auch nochmal alles in einem gesonderten Infovideo gemacht. Damit man halt auch weiß, beziehungsweise vermutlich werde ich mir meinen Kanal-Trailer stark überarbeiten. Ich werde allgemein meinen Kanal halt auch überarbeiten ein bisschen. Und wie gesagt, dann kommt halt ein neuer Kanal-Trailer vermutlich irgendwann mal. Und dann hoffe ich halt auch, dass man daran Spaß haben wird. Aber es wird halt sehr viel Bullshit geben. Also es kann, klingt jetzt saublöd, aber es kann bis zu 4 Videos am Tag geben. So viel kann ich schon mal sagen. Ich weiß noch nicht, um wie viel Uhr das alles dann halt sein wird. Ich vermute so, dass ich halt einen der 4 Videoslots um 2 Uhr mache, einen um 16 Uhr, einen 18 Uhr und einen 21 Uhr. So ist zumindest momentan die Planung. Das kann ich schon mal raushauen. Und so weiter und so fort. Es wird gelegentlich Livestreams geben, kann ich auch schon mal direkt ankündigen, dass ich da auch sehr hinterher bin, regelmäßig Livestreams zu machen. Es klappt momentan nicht immer so gut, weil ich dann halt auch manchmal nach der Schule einfach mal nochmal eine Runde schlafen muss. Ansonsten kriege ich ansonsten überhaupt nichts mehr hin. Und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort, ne? Aber das, denke ich, kann ich auch irgendwann mal regeln. Beziehungsweise dann werden halt auch vielleicht regelmäßige Livestream-Zeiten... Ich habe mir das so schön vorbereitet, ne? Also dann werden regelmäßige Livestream-Zeiten halt auch stattfinden und alles und so. Ja, das ist halt so geplant beispielsweise. Also es sind geplant regelmäßige Video-Upload-Zeiten. 4 Slots am Tag. 2 davon sind von Hauptprojekten besetzt. Einer eventuell vom Nebenprojekt. Wie gesagt, Nebenprojekt ist dann halt aber immer nicht so wichtig, wenn es ausfällt. Es ist auch keine verbindliche Zeit. Also wenn ich es mal nicht schaffe, halt das hochzuladen, dann packe ich es halt nicht. Punkt. Weil wie gesagt, ich möchte eher auf Qualität achten und nicht so auf Quantität. Das heißt also, es kann auch mal sein, dass dann wirklich nur ein Video am Tag kommt oder vielleicht auch mal gar keins. Wenn ich es halt von der Qualität her nicht ansprechend finde, beziehungsweise mir denke, okay, dafür bräuchte ich jetzt noch 2 Stunden Zeit, aber Mensch, ich schreibe morgen Mathe, dann ist halt, ja, dann habt ihr halt gelitten. So blöd es halt klingt. Ne? Ist halt dann so. Ja, als Nebenprojekt ist ein, ja, relativ bekanntes Spiel sogar geplant. Nein, es ist nicht Minecraft. So viel kann ich schon mal sagen, aber ich habe da momentan richtig Bock drauf, da mit euch was aufzubauen. Das ist auch ein bisschen Community-Projekt, also es ist geplant als Community-Projekt. Wenn ihr halt natürlich keinen Bock darauf habt, dann ist das halt so leider. Ja. Ich muss auch mal gucken, ob ich es überhaupt richtig aufnehmen kann, also ob das überhaupt passt. Ob es unterhaltsam ist, weil so ein Projekt hatte ich bis jetzt selten. Dann sind auch, was ich auch noch schnell erwähnen muss, es sind auch größere Projekte halt auch im Gaming-Sektor geplant. Ja, dazu werde ich aber jetzt noch keine Informationen rausgeben, weil es halt auch alles etwas, es ist eine Sache, die ich relativ spontan dann halt mich dran setzen werde. Das heißt, da möchte ich noch keinerlei Informationen zu geben. Ich habe nur ein Grundkonzept,
für mich. Und ja, vielleicht wird das auch niemals kommen, aber es ist halt ein bisschen in Planung, sagen wir es so. Der Typ zieht mich auch übelst ab, aber okay. Ja, ich glaube, das war's dann jetzt so gesehen schon. Vom Prinzip her, von den Infos her. Ich hoffe, das war auch alles relativ verständlich. Und so weiter und so fort. Aber gut, ne? Ja. Wow, jetzt macht er nichts mehr. Oder was? Bastard. Ich glaube, der macht jetzt nichts mehr, der Arsch. Der ist doch jetzt nicht AFK gegangen, oder? Das kann ja auch nicht wahr sein. Nee, na bitte. Ich dachte schon, der macht jetzt nichts mehr. Dann wäre ich aber wirklich, dann wäre ich aber sauer geworden, ne? Also ich bin zwar, ich verkacke zwar gerade übelst, aber man muss auch dazu sagen, ich spiele auch gerade mit Maus und Tastatur, nicht mit Controller. Das Spiel wird ja empfohlen, mit Controller zu spielen. Aber ich habe hier halt gerade keinen guten Controller liegen. Deswegen nichts mit Controller. So. Ja, wie gesagt, ganz vergessen. So, und jetzt wie gesagt, erstes Match vorbei. Informationen vorbei. Ich hoffe, die waren relativ verständlich. Ansonsten, wie gesagt, die Tage kommt nochmal ein richtiges Infovideo, wo dann auch nochmal alles ordentlicher erklärt wird. Also alles nochmal ein bisschen strukturierter und alles und so weiter und so fort. So, und dann kommen wir jetzt halt mal zum ordentlicheren Gameplay. Also jetzt auch mit konzentriertem Gameplay. Also jetzt konzentriere ich mich auch ordentlich drauf und alles und so weiter und so fort. Und jetzt wird dann halt auch bearbeitet. So die ersten paar Minuten habe ich jetzt vermutlich nichts bearbeitet. Weil da sollte man sich ja eher auf das Commentary halt auch mehr konzentrieren. Jetzt gibt es halt eher Unterhaltung. Nicht wahr? Ja. Mein Name ist übrigens Peter Lustig. Ich bin nur nicht lustig. Okay, auf geht's. So, unser drittes Duell für diese Folge sogar tatsächlich. Mit Ingo Montoya. Inigo, Entschuldigung. Inigo Montoya. Der Name kommt mir jetzt sehr bekannt vor. Ich weiß gar nur nicht, woher. That's the problem. That's the problem, my liebe. My lovely people. Okay. Match abgebrochen direkt. Bereit. Gehe ich jetzt direkt irgendwie weiter? Ja, tatsächlich. Gegen BigTH92. Okay. Beitritt läuft. Hat gepackt. Na bitte. Dann spielen wir jetzt gegen BigTH92. Und ja, er heißt so. Tatsächlich. Ich war mir gerade nicht 100% sicher. Fick dich, Mann. Fick dich. Fick dich, Kollege. Also. Der hält mich die ganze Zeit, hält er mich da auf. Fuck. Hä? Warte mal, hier ist doch irgendwo. Nein, es ist nicht da. Oh Gott, nein. Nein. So. Mache ich jetzt bitte mal das Tor. Es ist wie beim Boxen. Wer das erste Tor macht, gewinnt im Normalfall. Also beim Boxen macht man keine Tore, aber... No shit, Sherlock. No shit. Also ernsthaft. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich denke, das ist jedem klar. Beim Boxen ist es dann halt, wer den ersten Schlag macht, gewinnt. Da rasiert er nach einer Minute, also nach 59 Sekunden. Nach einer Minute 6. Interessant, die zählen also auch schon die Zeit vor dem Anstoß mit dazu. Weil die Zeit läuft jetzt noch nicht. Müsst ihr mal darauf achten. Erst wenn der Ball berührt wurde. Das heißt rein theoretisch, weil ich glaube nach einer gewissen Zeit starten die einfach die Zeit. Rein theoretisch könntest du hier dann
20 Stunden auf der gleichen Map mit dem gleichen Typen spielen. Das wäre ja auch scheiße. Dann gibt es halt am Ende gibt's dann halt noch ein Unentschieden, also ein Matchballspiel, wo halt nicht Matchballspiel, eine Verlängerung, so heißt es. Na super, der Ball rollt genau auf mein Tor zu. Okay. Gut gerettet. Wo halt dann jedes... Boah Gott! Das wäre beinahe ein Eigentor gewesen, glaube ich sogar. Wo dann halt jedes Tor, den Sieg bringt. Also ein Tor und du hast gewonnen. So, das war auch ein sehr schönes Tor von mir. Von dem Mr. High 54, da seht ihr es. Da guckt es euch an. Da schieße ich. Und da geht er ins Tor rein. Sehr, sehr, sehr schön. Nicht wahr? So. Ich bin ja gerade überrascht, dass ich gerade hier jetzt doch nicht unbedingt scheiße bin. Sondern sogar mittelmäßig. Also gut, vielleicht ist er auch einfach nur scheiße und ich bin immer noch scheiße, aber nicht so scheißig wie er. Das würde zumindest eine Menge erklären. Nein! Okay, er ist vielleicht auch nicht so scheiße. Der dann auch, ja, ist auch Semi-Pro. Wir hätten es gerne angucken können. Tut mir leid. Wenn ich halt nicht dran denke, dann drücke ich eh alles weg. Dann ist es mir auch egal, ob ich das Tor gemacht habe oder nicht. Ich finde das immer nervig, wenn man halt so die ganze Zeit die Wiederholung angucken muss. Habt ihr das Tor gesehen? Davon schauen wir uns natürlich die Wiederholung an. Habt ihr das Tor gesehen? Davon schauen wir uns natürlich die Wiederholung an. Nein, Spaß. Wir klicken die weg. Es sei denn, er will sie halt sehen. Nein. Gut. Wie gesagt. Hier werde ich zum Beispiel eventuell was bearbeiten. Damit man das Tor nochmal ordentlicher sieht. Da wir halt jetzt die Wiederholung weggeklickt haben. Nein, ich habe keinen Speed. Ich habe keinen Speed. Jetzt habe ich Speed. Jetzt habe ich mehr Speed. Und jetzt habe ich ein Tor. Na bitte, es läuft doch. Tatsächlich sogar. Bin ja auch ein bisschen stolz dann auf mich, wenn ich das doch noch relativ gut mache hier. Dann passt das ja auch. Also wenn ich mich auch mal ordentlich konzentriere. Verdammt. Dann scheint das ja auch nicht so schlecht hier zu laufen. Vom Prinzip her, ne? Von den Prinzipien her. Jo. Jetzt machen wir mal bitte hier wieder noch ein Tor. Oh, der hat sich dann eine ganze Energie, glaube ich, aufgespart. Und der müsste 100 gehabt haben halt. Verdammt. Boah. Kick mich halt weg. Weißt du? Kick mich halt weg. Nein! Ich hätte noch mal rangehen sollen. Ich hätte noch einmal rangehen sollen. Aber ich hatte so, also wenn man halt von der Mittellinie ungefähr, beziehungsweise hinter der Mittellinie, also von einem... Also wenn ich jetzt von hier ein Tor schieße, dann ist es noch ein Distanztor, dann bekommt man sogar noch mehr Punkte da drauf. Ich glaube, die Punkte sind halt jetzt ja relativ unwichtig, glaube ich, aber es sieht halt geil aus, wenn da nochmal schön steht, Distanztor. Das macht mich halt immer glücklich. Muss ich leider Gottes zugeben, ja. Na? So. Jetzt haben wir hier erstmal den hier raus. Na. Nein! Weil mein Auto da so weggedriftet ist, das war nicht schön. Egal, ich kann ein bisschen auf Zeit spielen halt auch. Ja, weil ich führe immer noch mit 3 Toren und es sind nur noch in Anführungsstrichen 48 Sekunden. Das ist rein theoretisch, kann ich den Typen auch mal ein bisschen kaputt machen. Das kostet den nämlich auch noch mal ein bisschen Zeit. Oder sollte es zumindest. Und er macht ein Tor. Ah, verdammt nochmal. Jetzt sind es nur noch 2 Tore. Ja. Muss man halt dazu sagen. Das ist natürlich nicht so schön. Das Match kann sich in den letzten 30 Sekunden noch echt negativ jetzt entwickeln. Und es tut's auch. Das kann ja nicht wahr sein.
Das kann ja nicht wahr sein. Wie hat der das denn jetzt gemacht? Wie ist denn der Typ so schnell nach da vorne gekommen? Scheiß die Wand an. Jetzt gibt aber nochmal Gas hier, der Typ. Ich krieg die Krise. Ich muss noch 23 Sekunden, muss ich jetzt noch aushalten, ey. Ansonsten bin ich gearscht, ne? Nein! Nein, 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 nein! Scheiße, 9 Sekunden! Ich krieg die Krise! Es kann ja nicht wahr sein! So, wenn das jetzt hier kein Tor ist, dann gehen wir nämlich in die Verlängerung. Ich krieg zu viel. Oder er macht jetzt noch eins. Dann würde ich ja auch, also... Scheiße, okay. Verlängerung, also Nachspielzeit, okay. Boah, der war gut von ihm. Der war wirklich sehr gut. Ja, der war nicht so gut. Da hatte ich geplant, ihn anders anzuspielen. Und er macht das Tor. Er hat gewonnen. Ich krieg die Krise. Eieiei. Das war ja schlecht. Das war richtig schön schlecht. Den lassen wir ihm auch noch durchgehen. Also den würde ich mir jetzt selber nochmal an. Also das war schlecht. Das war echt schlecht. Muss mich leider jetzt so sagen. So. Mache ich jetzt noch ein Match? Das ist jetzt noch so die Frage. Man hat Miri hat mir vor 15 Minuten geschrieben. Ja, dann war's das jetzt hier. In diesem Sinne, liebe Kommentare und schau Leute, euer Shinigami. Wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play irgendwas. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen kommt nochmal ein Infovideo mit alles, wo alles klar ist. Auch wenn der Uploadplan, den werde ich vermutlich gleich noch erstellen. Und dann wird der schön, ne? Ja. Ne? Jetzt habe ich vollkommen Faden verloren. Also, ich mache dann später noch ein Infovideo, also nicht jetzt, sondern halt ein paar Tagen oder so kommt ein Infovideo, auch wenn jetzt schon nach dem neuen Uploadplan dann halt hochgeladen wird. Also ab heute oder ab morgen. Und ja, ich verabschiede mich dann in diesem Sinne. Die Kommen down, schau Leute, euer Shinigami. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Irgendwas. Bis demnächst. Tschüss.